So. Moinsen Leute, ich bin's wieder, euer Sulta, mit einem neuen Video. Die Season 10 hat begonnen, so richtig. Wir können auf die Karte rauf, den Nebel können wir aufdecken. Ich habe den schon aufgedeckt, Leute. Ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir gucken aber auch uns die Koalitionen an und die Stärke der Koalition bzw. der einzelnen Clans. Und werden dann so ein bisschen drüber reden, was so passieren könnte. Ganz kurz, ganz schnell, ich habe wieder Geschenke erhalten. Danke an Krammel, an Voldi is Fun, Anonymous, Let Me Die, vielen Dank. Und er macht's richtig, ja. Er schickt mir Steine, Eier und alles, was es gibt. Ja, den ganzen Markt. Okay, gut. Tony Stark, so viel Klopapier brauche ich gar nicht. Und noch was zum Lesen. Ja, also wenn ich auf Klo gehe, habe ich Klopapier, ich habe was zum Lesen und ein paar Gurken und Pfirsiche zum Essen und den Blumenstrauß, den kann ich dann, ja, verschenken. Okay, gut. Oder ich zeige euch erstmal die Karte. So, das ist die komplette Karte. Oben links ist Server 2015, oben rechts ist Server 2016, unten rechts ist Server 2009, unten links ist Server 2013. So, Voldemort war heute irgendwie abhanden gekommen. Ich habe ihn gesucht. Wir schauen mal, ob er jetzt irgendwie hier da ist auf der Karte. Ja, da ist er. Voldi, mein guter Herr, du hast es geschafft. Okay, Voldemort steht hier, Fisch steht hier. Okay, wunderbar. Ich hoffe, ja, Voldi, ich will auch wissen, ob du die 2000% Marke knackst oder die 1900%. Dafür musst du aber kämpfen, aber... ich weiß nicht, ja. Vielleicht mache ich mal mein Schild runter und wir verabreden uns oben oder unten irgendwo in der Ecke und dann kannst du mal ein bisschen auf mich raufbängen, ja. Dann kannst du mir ein bisschen schlagen und dann können wir mal gucken, ob deine Prozente gut sind. So, hier ist Server 2016 und zwar der Clan D8F. Hier sehen wir schon Dragon Seal. Komm, lass mal gucken, was er hier so an Macht hat. Okay, 1,2 Milliarden und Combat Power 726 Millionen. Puh, krass. Dann gucken wir mal bei uns. Weil ich habe bei uns welche stehen sehen. Biden und Skytime. Ja? Die beiden. Skytime hat kein Schild. Das heißt, er hat irgendwie schon Action gehabt. Ne? Ich war nicht dabei. Keine Ahnung. Aber ja, er wird sich schon begnügt haben. Hier. Ja? Ihr seht, jeder Clan, jeder Server hat seinen Expeditionsaußenposten oder Stützpunkt. Jeder bereitet sich vor. Worauf, das weiß ich nicht. Warte mal, hier brennt hier jemand. Oh nein. Yoga de Lima, er brennt. Oh Gott, nicht schön. Okay, gut. Wir gehen jetzt mal die Koalition und die Clans durch. Und zwar gehen wir mal erstmal meine Hood rein auf Battles und auf Ranking. Und wir sehen Server 2009, 13, 16, 15. Server 2009 besteht aus insgesamt 3. Und wir haben hier in der ersten Koalition WBZ, Muse und Tai. Muse, ja, 39 Milliarden. Das ist echt krass, ja. Gut, hier brauchen wir nicht drüber reden, hier auch nicht. So, Server 2013, oh, das ist ja gar nichts, auch nicht. Und, na gut, 35 Milliarden, ja. Der Clan Sexy hat eine Power von 35 Milliarden Kraft. Und Server 2016, das ist auch nichts. Und, oh ja, ne, D8F, 42 Milliarden, das ist schon echt ordentlich, ne, das, pff. Halleluja. Okay, 2015. Wir schauen mal hier rein. Das ist auch nichts. Und das ist 33, 35 und 34 Milliarden. Okay, ich denke mal, das wird sich alles so ausgleichen, wenn man jetzt ein 1 gegen 1 machen würde. Ja, wenn 2009 gegen 13, 16, 15, also wenn alle Clans gegeneinander kämpfen würden, würde ich schon sagen, dass 2009, 2016 und 2015 so sich kriegen würden, ja, um ja die Season zu gewinnen. Aber ist leider nicht so, ist ein 3 gegen 1. Deswegen, Leute, Gardenscapes ist in der Pipeline. Wenn ihr wollt, spiele ich Gardenscapes. Hashtag Gardenscapes in die Kommentare und dann geht ein Let's Play hier los. Besser als The Walking Dead Survivors Season 10, wo du nichts zu tun hast. So what, ne? Ist die pure Wahrheit. Also, das war die Clans und die Koalition. Und wie gesagt, ja, wir schauen mal. Ne? Ich habe da mir sowas überlegt, wenn die Season wirklich so langweilig sein sollte, machen wir eine Challenge, ja? Die Challenge, die wird nicht langweilig. Sie wird auch nicht verlustreich werden, oder? Verliert ihr da Truppen oder so? Keine Ahnung, lasst euch überraschen. Ne? Also, wenn die Season 10 wieder erwarten,
langweilig sein sollte, es ist nichts los, es ist ein Napp oder so, dann machen wir eine Challenge, ja, dann mache ich auch eine YouTube-Reihe darüber, sind zwischendurch Kämpfe und so, dann habe ich keine Zeit dafür, ne? Kämpfe, ja gut, 2015 gegen alle, wird vielleicht mal ein paar Kappeleien geben, aber ich glaube nicht, dass hier großartig was los sein wird, von daher müssen wir mal abwarten, ja. Und wenn du bis jetzt immer noch reinschaust in dem Video, schreibt eure ID, ein Ingame-Pack, was Nettes in den Kommentaren. Ich verlose oder ich verschenke oder vergebe weiterhin meine Content-Creator-Belohnungen. Und ja, läuft schon seit 2-3 Wochen, läuft alles gut. Alle haben was bekommen, ne, die ich ausgewählt habe. Und ja, die ich ausgewählt habe, zeige ich ja immer im nächsten Video. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es gerne in die Kommentare oder wie zum Beispiel eure Season verläuft, ja. Habt ihr schon fleißig die Nebel aufgedeckt? Gerne ab in die Kommentare. Ansonsten, ja, das ist die Season 10. Das ist Server 2015 gegen 3 andere Server. Und ihr seht, die stehen schon bei uns. Ja? Jeder achtet darauf, dass irgendwo ein Schild fällt, damit angegriffen werden kann. Aber ich denke mal, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden sehen, was hier alles so passiert. Ich halte euch auf den Laufenden. Macht's gut. Bis dann. Euer Soul Eye.